Tina? Was? Hast du meine ganzen Kleiekompletten aufgebraucht? Nein. Hallo? Hallo, mein Name ist Kali Zaliman. Ich arbeite für Kaxa. Wir sammeln für ehemalige Kindersoldaten. Nein. Du bist ja ein ganz Schlimmer. Okay. Ich habe ein bisschen Kleingeld. Poppy, na komm. Sie ist verrückt danach. Lauer, komm. Ja, du lenkst mich dauernd ab. Los, lauf. Entschuldigung. Oh mein Gott, Tina! Ah, Poppy. Chrissy ist ein wirklich hübsches von dir. Ah ja? Ja. Chris, die sind aber schon ein bisschen unanständig, die hier. Das ist nicht meine Vagina! Das ist nicht meine Vagina! Ich weiß nicht, was du meinst. Ich finde, Jenny sieht gar nicht frigide aus, Chris. Im Gegenteil, sie sieht, finde ich, sehr beglückt aus. Nein, das... Kein Wunder, wenn du dir Ian anguckst. Das ist nicht Ian, das bin ich da. Hast du sie gevögelt? Janice? Wie kommst du darauf? Hast du Ian auch gevögelt? Sei doch nicht albern. Hast du es mit allen Beinen getrieben? Jetzt komm schon. Du schwul. Du weißt, ich bin nicht schwul. Wieso sind sie auf einer Hochzeit? Was für eine Hochzeit? Bist du mit Ian und Janice auf einer Hochzeit gewesen, Chris? Bin ich nicht. Chris, was machst du da? Guck dir das besser nicht an. Hast du ihn getötet? Ja, irgendwie schon. Wieso hast du das getan? Es war doch keine Absicht, es war ein Unfall. Es ist einfach passiert. Das geht nicht, sowas darfst du nicht. Das ruiniert uns noch den ganzen Urlaub. Ich hab das für dich gemacht. Zeig mir deine Welt, Chris. Ich dachte, wir fangen mit dem Straßenbahnmuseum in Craig an. Gut. Liebe Mom, Yorkshire ist zauberhaft. Gar nicht so, wie du gesagt hast. Die Leute hier können lächeln und meine Pastasoße habe ich hier auch gekriegt. Das Wohnwagenbett ist ziemlich kurz, aber Chris ist ein einfühlsamer Liebhaber. Ich hoffe, du freust dich ein bisschen für mich. Liebe Grüße, Tina. Ja, gutes Mädchen. Sie werden das da wohl aufsammeln, hoffe ich. Ich war das nicht. Entweder Sie heben dieses Exkrement da auf der Stelle auf oder ich melde Sie dem National Trust. Das kannst du auch gleich dem National Trust melden. Ich will mir davon nicht den Urlaub ruinieren lassen. Chaka! So habe ich das Ermorden unschuldiger Menschen noch nie betrachtet. Es ist kein Mensch, Tina. Es ist ein Daily Mail-Leser. Wenn du irgendwas ausplauderst, dann... Ich verstehe schon, du willst bloß kreativ sein. Die Polizei fahndet nach einem Mann mit rotem Vollbart und dessen wütender Begleiterin. Sitz! Du bist eine einzige Belastung. Du bist wie deine Mutter. Ist es schief gegangen? Vielleicht ein bisschen. Du hast ihn aber nicht dabei zugucken lassen, wie du groß machst, oder? Wir haben beide gesagt, was für ein hübsches Paar sie sind. Ich liebe sie sehr. Ich fliege! Ich meine, alle anderen haben doch auch was gefunden, um sich schöpferisch auszudrücken. Sogar du mit deiner Strickerei. Hat dir der Urlaub denn gefallen? Ja, der Urlaub war einfach großartig. Fickt euch!